Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2 und unserem Randomizer Nuzlocke Challenger. Wir sind zurück in Undoola, denn wir haben hier, sowie in der Bucht, als auch auf Route 14 und später vielleicht Route 13 die Möglichkeit, weitere Pokémon fangen zu können. Und damit werden wir auch heute mal wieder starten. Jedoch, das hatte ich beim letzten Mal vergessen anzumerken, ich war so frei und habe in jeder Route, wo wir beim letzten Mal was gefangen hatten, immer noch so ein bisschen guckt, was da ebenfalls hätte sein können, um einerseits logischerweise das Pokémon zu leveln, aber auch gleichzeitig einfach mal so rauszufinden, was man da noch hätte kriegen können. Und speziell in Aventura City hatten wir richtig viel Glück, denn ich habe nochmal auf ein paar weitere Wirbel gewartet gehabt und dort gab es sowas wie Pixie und andere Pokémon allgemein, die nur mit einem Stein sich weiterentwickeln, also schon die weiterentwickelten Formen. Und die haben das schöne Problem, dass wenn sie weiterentwickelt werden, dass sie keine Attacken mehr lernen. Und gerade in Aventura City, wo das erste Pokémon, keine Ahnung, irgendwie 5, 6, 7, 8 vom Level sein könnte, ein Pixie auf dem Level zu bekommen, ist ein ernsthaftes Problem. Und da kommt meine Situation. Ich habe auch extra nochmal in der Poké-Wiki nachgeguckt gehabt. Diese unterschiedlichsten Pokémon, die man in diesen Wirbel, in diesen raschelnden Gras oder ähnliches findet, die sind nicht unbedingt von Route zu Route anders, sondern sie werden aus einem großen Pool genommen. Und dementsprechend, nachdem ich dann feststellen durfte, dass nicht nur logischerweise in Aventura City, sondern auch in anderen Gebieten noch immer und immer wieder die gleichen Pokémon auftauchen, würde ich von nun an sogar tatsächlich eher darauf verzichten wollen. Denn ich möchte ganz ehrlich gesagt keine Pixie oder ähnliches fangen, nur um dann wirklich ein Pokémon zu bekommen, das keiner wirklich gebrauchen kann. Und logischerweise möchte ich auch niemanden so umbenennen. Also von nun an, so hilfreich das wirklich am Anfang war, vielleicht, wenn wir auf irgendwelche Grasgebiete gehen, vielleicht geht es dann wieder in Ordnung, aber zumindest von dem, was ich von diesen Whirlpools gesehen habe, war mir das ein bisschen zu beängstigend schlecht. Also für jetzt hier die ersten beiden, werden wir einfach mal ganz kurz einfach nur wild herumschwimmen. Und zwar, wir bekommen sofort ein Tragosso. Genau, Knorgas ist die Weiterentwicklung. Tragosso, gar nicht mal uninteressant. Wir sind stark genug. Das gleiche geht auch für den Gegner. Dass wir so ein bisschen Schaden machen können, ohne uns sofort in die Hose zu machen. Das war sogar ein Volltreffer. Oh boy. Wir sollten es aber nicht übertreiben. Ich meine, das ist ein reines Boden-Pokémon. Das sollte nicht sofort umkippen, wenn es eine Kampfattacke abbekommt, hoffe ich mal. Nun müssen wir von ihnen an aufpassen, denn Zertrümmer kann Verteidigung reduzieren. Kann, nicht muss. Und dementsprechend Verfolgung. Okay, das sollte hoffentlich ordentlich und genug sein. Oh, jetzt müssen wir uns sogar beeilen. Jetzt ist nämlich verwirrt und kann sich selbst theoretisch umhauen. Ich habe ein paar Superbälle gekauft, aber weil ich denke, meine, für die Situation auch natürlich noch idealer, Pokébälle zu haben, die noch besser von der Genauigkeit oder von der Chance sind. Aber ich will allgemein, sehr gut, einfach höhere Chancen haben, die auch zu fangen. So, für Tragosso. Das Einsam-Pokémon. Ich finde es immer lustig, wenn es so heißt, das Hunde-Pokémon, das Vogel-Pokémon und hier, das Einsam-Pokémon. Typ Boden. Denkt es an seine verstorbene Mutter, weint es, wobei der Schädel auf seinem Kopf hohl klingt. Wobei der Schädel auf seinem... Was hast du erwartet? Was soll denn da drin sein? Merkwürdig. So. Wir haben die Ehre, einen Spitznamen zu vergeben und dementsprechend unser Wheel of Names wird wieder aufgerufen und wer wird der Glückliche sein? Es ist... Oh, sehr sicher. Seth. Mein Glückwunsch. Ich werde für jetzt erstmal die Pokémon fangen und später dann leveln. Und dementsprechend, wir könnten eigentlich gleich hier im Wasser bleiben, gehen zur Bucht über. Oh, könnte es hier der Fall sein, dass man da in die Tiefe gehen kann? Vielleicht sogar. Oh, ich höre es schon wieder blubbern. No, no, no. Sorry, nicht dieses Mal.
Ich bleibe da eisenhart. Und zwar hier, taucht auf. Ha, ein Laukaps. Lass mich mal ganz kurz herausfinden. Ein Laukaps. Ich weiß, dass es sich weiterentwickelt, aber bitte fragt mich nicht zu was. Ein Laukaps entwickelt sich durch Tausch gegen einen Schnuthelm weiter. Ich hoffe mal, dass das bedeutet mit unseren Einstellungen, dass sich das durch reines Leveln auch weiterentwickelt. So, das Drecksvieh ist Käfer. Ich glaube, die Weiterentwicklung wird dann... Ja, genau, ist Käfer. Und ich lasse mal einfach ganz kurz gucken. Genau, die Weiterentwicklung wird nämlich Käferstahl. Interessant. Ich sollte hier nicht rumstehen. Sollte hier definitiv nicht bleiben. Eis darf ich mir nicht erlauben. Feuer darf ich mir nicht erlauben. Vielleicht geht Kata in Ordnung, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf sowas wie Blubstrahl. Maybe. Auf jeden Fall, bevor wir dann runtergehen nach Route 14, werde ich nochmal vorher mein Team heilen. Denn gerade das Gewaldro ist hier sehr hilfreich mit der Vielfalt an Attacken. Ja, ich denke, alles andere darf ich mir nicht erlauben. Surfer ist zu stark und Flugattacken, die setzen stark gegen Käfer. Puh, okay. Sehr schick. Dann gehen wir auch hier hin. Bei den Superbällen. Und während das nebenbei passiert, lasse ich mal ganz kurz in meiner Liste hier nebenbei eine Sache anpassen. Sehr gut. So, was haben wir denn hier für einen Kollegen vor uns? Und zwar der Schnappbiss. Mhm, Käfer, relativ niedlich, relativ klein, obwohl niedlich, I don't know. Bekommt es im Kampf gegen Schnuthelm Strom ab. Strom? Schnuthelm? Moment. Jetzt will ich wissen, was Schnuthelm für ein Pokémon ist. Ist ein Käfer-Pokémon. Ha. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ist mir noch nie aufgefallen. Ein Schnuthelm ist ein Pokémon. That's wild. Also. Die Idee ist, dass die Weiterentwicklung von Laukaps sieht aus wie ein Schnuthelm. Und, naja, ich würde es nicht unbedingt sagen andersrum, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie die Logik dahinter ist. So, bekommt es Strom ab, löst dies aus unerklärlichen Gründen seine Entwicklung aus. Okay, so ist die Entwicklung aber nicht, aber hey, whatever. So, wir haben die Ehre, erneut auf unser Rad zurückzugreifen. Und zwar dieses Mal. Joho. Phoenix 91. Mein Glückwunsch. Das Team nun wieder frisch auf den Beinen. Nun begeben wir uns auf Route 14. Um einfach mal rauszufinden, was hier genau von Zukunft. Wir könnten logischerweise einfach ins Wasser springen. Aber ich will natürlich einfach wissen, dann auch für die Zukunft. Okay, hier ist theoretisch wieder Gras, auf das wir zurückgreifen können. Ich werde jetzt logischerweise nicht... Hi, ich wollte sagen, nicht auf jeden Gegner hier eingehen. Hey, junger Trainer, kämpf ein bisschen mit mir, bevor der Grim Reaper kommt. Na, elegant, aber. Gisella. Ein Pokémon, ein Pinsir. So, du bist definitiv ein großes Problem, Kent. Meine Frage ist... Überbrückung. Okay, interessant. Du bist ein Käfer-Pokémon. Du bist stark gegen Pflanze, Psycho, Unlicht. Das heißt also... Ich könnte... zwei Pokémon ganz sicher hier einsetzen. Feuer. Oder... Lass mich ganz kurz sicher zu gucken. Okay, wir hätten sogar drei mit Wasser, bzw. Flug. Und wir hätten Gestein... Nicht Eis? Bin ich blind? Ha, Eis ist nicht stark gegen Käfer. Interessant.
Okay, also es ist nicht Maike. Es ist definitiv auch nicht Corporal Nukes, so schön Gestein sein mögen. Denn es ist ein Pokémon, das ganz gerne mit Kampfattacken um sich wirft. Und so finde ich sehr interessant. Überroller? Okay, sehr gut. Finde ich sehr interessant, dass seine Hörnchen scheinbar nicht auf der gleichen Höhe sind. Fuchtler. Schon wieder ein Pokémon, das mit Fuchtler um sich wirft. Holy moly. Okay, wir sollten hoffentlich ja früher angreifen. Okay, also nach dem Kampf darf ich schon wieder umdrehen Richtung Pokémon Center. Aber immerhin besiegt, nicht schlecht. Wäre auch ein bisschen traurig gewesen, wenn das hier nach dem ersten Kampf schon Ende für ihn wäre. Ach, wie schade, ich habe verloren. Time to die. So, dann würde ich mal sagen... Ich dachte, ich könnte hier in aller Ruhe nach oben marschieren. Der Klang der Wellen, der Duft des Salzwassers. Und dazu kämpfen mit jungen Trainern. Oh, dapper. Ladislas. Oder Ladislas. Ein Mamfaxo. Okay. This little shit. Sehr interessant hier. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich sie angetroffen hatte. Ich meine in dem Janusberg? Die Kollegen laufen ganz gerne mit Überresten herum. Das heißt also, hätte man die Fähigkeit, dass man Items klauen kann, oder tauschen von mir aus, könnte man hier vermutlich einiges an Überreste abkrallen können. Ja, der Kollege arbeitet mit Horter. Das ist etwas, was ich noch nie ernsthaft miterlebt habe. Vielleicht gibt es Nutzen dafür, aber da wird es im Endeffekt, er sammelt Energie, nicht wie Geduld, aber er kann sie dann frei entscheiden, wie er sie einsetzt. Könnte also sein, dass er sie dann wiederum verzehrt, zum Beispiel in dem Fall, um sich zu heilen, glaube ich. Aber nicht davon logischerweise, wie viel er davon mampft. Heilt es mehr. Aber es kann auch passieren, denn ich meine, das ist, glaube ich, die zwei Richtungen, heilen oder Schaden austeilen. So, gucken wir mal, jetzt, wenn wir mit Zertrümmer ein bisschen die Verteidigung reduziert haben. Okay, halt. Halb's nichts zu meckern. Wie wunderbar, das ist die Kraft der Jugend. Ja, wir haben auch gut mit Geld um sich. So, ich wollte eigentlich hier eigentlich erstmal nur in aller Ruhe Rote 14 lesen. Okay, genau. So, Alright. Ich wollte wissen, ob hier die nächste Route gleich schaltet. Ein Hoch auf Route 14! What? Sure? Sagt Kämpferin Now. Wir haben alle nur ein Pokémon. Ja. So, du. Ich muss immer echt zugeben, ich vergesse bei denen, wann die Gift sind und wann sie Giftboden werden. Das sollte mir im... Oh, die können Doppelkick. No, ich will keine Bodenattacken oder kein Boden- oder Gesteins-Pokémon reinbringen. Lass mich einfach mal Laubklinge testen. Klar, mit Gift sollte man aufpassen, aber ich hoffe mal, dass es nicht mit einem Angriff dem Kollegen gelingt. Okay, das ist nicht so effektiv. Giftspitzen. Oh. Das ist wiederum leicht unlustig. Ich würde definitiv nicht reinwechseln, nur um von Gift getroffen zu werden. Ja, das ist lustig. Da ich das Pokémon ganz gerne die lustigsten Attacken können. Giftklinge ist... Giftspitzen ist nicht das Problem. Problem ist, was er sonst so kann. Ich meine, wir sind noch nicht angegriffen worden von etwas, das ihm hier ernsthaft gefährlich ist. Also ich bleibe einfach mal bei Laubklinge. Das hat immerhin ordentlich Schaden gemacht für etwas, das nicht effektiv ist. Eine Hornattacke ist eine Normalattacke, die auch gut reinhaut. Gar nicht mal schlecht, wow. Das ist uns aber alles egal. Bye bye. Na gut, trotzdem vielen Dank. Bye. Dann. Ja, das scheint wohl alles eine etwas größere Route zu sein. Kann ich hier schwimmen? Kann ich schwimmen? Okay, ich will aber nicht. Ich überlege halt, ob ich jetzt das Pokémon schon fange. Denn im Endeffekt sollte es egal sein.
Du bist ein Ass-Trainer. Mit Ass-Trainer habe ich beim letzten Mal nicht die beste Erfahrung gemacht, aber whatever. Ich werde jetzt an dir ausprobieren, welches Team am effektivsten ist. Hast du mehrere Teams? Yolanda, drei Pokémon, könnte also unser Rivale sein. Oh, einen Triple Fight. Oh. Bei denen bin ich immer furchtbar. Zwei Feuer-Pokémon, ein Wasser-Pokémon. Ha. Huh. Okay, das ist also super brutal, denn alles, was wir hier aktuell drin haben, wird einfach zernichtet. Okay, also es ist ganz klar, wir brauchen Wasser. Wir brauchen... Ah, shit, no. Trifft Surfer alle. Darüber bin ich mir jetzt nicht im Klaren. Wir müssen nämlich genau überlegen, wie wir unsere Aufstellung tatsächlich hier haben wollen. Ich denke... Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Wir können mit keinen von denen weiterarbeiten, die wir drin haben. Das ist definitiv der Fall. So, wenn wir sagen... Cutter soll definitiv rein. Wo würden wir Cutter am cleversten positionieren? Ich denke, ist klar, wenn Surfer alle treffen soll... Ich meine, das kann nämlich limitiert werden. Je nachdem, ob man links oder rechts steht, dann trifft es nämlich nur wirklich den halt genau gegenüber und den daneben. Nicht alle drei. Das heißt also, wir wollen definitiv Cutter in die Mitte stellen. Das große Problem wird nur sein, wer ist die dritte arme Sau, die wir da reinsetzen? Es könnte nämlich also hinauslaufen, dass hier jemand einfach abgeschlachtet wird. Wir werden davon ausgehen, dass... die Feuer-Pokémon definitiv auf ihre Schwachstellen sich fokussieren und das Wasser-Pokémon ebenfalls. Also genau gegen die, die sie gegenüberstehen. Das heißt also, Schattenmensch geht nach links. Nope, du gehst raus. Da kommt Cutter rein. Und jetzt haben wir leider das Problem, dass ich nicht glaube, dass wer auch immer hier reingewechselt wird. Wir bräuchten im Endeffekt jemanden, der für eine Runde überlebt. Meine Frage ist, kann ich dann... Okay, wir müssen, wenn wir der Logik folgen, dass Igelava auf Bavaria Andy losgeht, Flampivian auf Maige losgeht und Mammolida, glaube ich, soll das heißen, auf Snakeware. Ja, wirklich sagen, die gehen gerade drauf los. Von mir aus gehen sie auch im Zickzack, das soll mir auch recht sein. Ich denke, unsere Überlegung muss tatsächlich sein... Achso, das bedeutet zurück. Könnt ihr nicht positionen? Doch, ihr könnt bewegen. Das wird's vermutlich sein. So, Schattenmensch. Du. Am I stupid? Also du kannst nicht bewegen sagen. Ich meine, das würde für eine Runde theoretisch in Ordnung gehen. Nee, ich darf ihn nicht zu spät reinwechseln. Das ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich versuche gerade auch irgendwie Logik hinzubekommen, aber ich merke, dass mein Gehirn das nicht ganz mitmacht. Wenn ich ihn ernsthaft nicht bewegen darf... Dann habe ich ein Problem. Also, Cutter da reinzuwechseln, ist immer noch die richtige Entscheidung. Das Problem ist nur, ich will Cutter definitiv nicht dann in die Ecke bewegen. Was wir aber überlegen könnten ist... Und das tut es mir so ein bisschen leid, dass es so ein bisschen dauert. No, ich kann leider nicht sagen rein und wechseln. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Möglichkeit haben. Vielleicht übersehe ich eine... Deswegen, wenn ich ihn wechseln könnte... Aber vielleicht geht das, wenn ich sage, du gehst einfach hier hin und dich muss ich einfach bewegen.
Einfach in der Hoffnung, dass wenn tatsächlich was auf ihn fokussiert wird, dass es einfach ihn nicht trifft. Weil er dann die Position wechselt. Obwohl ich mich frage, zählen die auf das Pokémon oder auf die Position? Ja, notfallshalber verlieren wir jetzt hier gleich ein Pokémon. Es ist auf die Position. Wow. Das war eine ganz schöne Ladung. Okay. Oh. Super, die haben sich einfach so einfach alle auf ihn fokussiert. Also das Pokémon in der Mitte. Oh, super. Großes Kino. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt muss ich eigentlich ihn wieder reinwerfen. Ja, das ist eigentlich wirklich egal, auf wen du dich hier fokussierst. So, du kannst dich schon wieder nicht bewegen. Gott, also finde ich merkwürdig, warum ich nicht einfach sagen kann, bewege dich nach links, rechts oder nach links. Denn jetzt muss ich eigentlich sagen, jetzt muss ich das Pokémon wieder bewegen, bis es halt Cutter muss sagen, bewegen. Okay, dann, oh, Dampfweite geht auf alle drei los. Okay, dann mach das ruhig. Und du bist derjenige, der sagt, bewegen. Wie bewegen findet nicht sofort statt. Okay, ja, yeah, okay. Das Schöne ist, es macht wirklich nicht allzu viel Schaden. So, das müsste aber eigentlich allen von uns egal sein. Oh Gott, ist das so, warum war das so wenig Schaden? Immerhin kannst du dich selber heilen. Ja, ich habe mir da mehr erwartet. So, wir werden definitiv das Problem haben, das trifft alle von denen. Oh boy. Ja, und du machst es erneut. Sternschauer. Jetzt wird's aber wild. Sternschauer trifft auch wieder mehr. Also, interessant zu beobachten, dass die gefühlt trotzdem so ein bisschen darauf vorbereitet sind, alles zu treffen. Okay, wir haben den Kampf damit so halbwegs gemeistert. Holy shit, war das ein schwerer Kampf. Und wir haben trotzdem jemanden dabei verloren. Zugegeben, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass... Gott, das macht so überhaupt keinen Schaden. Gott, ich habe die extra beim letzten Mal gefangen. Jetzt gehen die alle schon wieder drauf. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Dreierkämpfe so überhaupt nicht für Nutzlocke gedacht sind. Jetzt muss ich ernsthaft Glück haben, dass die Bavaria Andy einfach reagieren kann. Ich weiß gar nicht, ob er das Pokémon da hinten in der Ecke überhaupt treffen kann. Gott, wir haben schon wieder zwei verloren, das gibt's doch nicht. Weiß vor allem auch nicht, was ich machen soll mit dem. Ja, das ist das Problem. Ich probiere einfach in der Hoffnung, dass er den nicht anvisieren kann. Du machst Luftschnitt. Und du machst Laubklinge. Und ich hoffe einfach, dass die beiden schneller sind. Hi. Unglaublich. Yay, mein Glückwunsch. Ich wollte übrigens anmerken, dass Snakeweb bzw. das Ponyta mit Level 40 sich weiterentwickelt. Welches Level war es? Genau 39. Sag mal, bist du vielleicht ein Genie, was Dreikämpfe angeht? Natürlich, ich habe zwei Pokémon verloren von 6. Dann finden wir mal raus, wie und wo es jetzt hier genau weitergeht. Ich meine, offiziell ist die Richtung Weißer Wald. Oh boy. Ja, dadurch, dass wir heute nicht mehr allzu viel Zeit haben.
Okay, für die Route 14. Ha, hi. Ein Mebraner. Ein Wasserboden-Pokémon. Definitiv keine Laubklinge. Sonst endet das hier sehr, sehr schnell mit unserem Versuch. Wie er mit seinem Kopfzeug da wackelt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einsetzen soll. Zertrümmerer? Okay, das wird nicht allzu viel bringen. Lehmbrühe. Könnte ich nicht mal sagen, was das für eine Attacke ist. Denn man würde denken, Boden. Es könnte, glaube ich, aber auch Wasser sein. Verfolgung. Mach mal Verfolgung. Ich darf zwischenzeitlich nochmal hier meine Liste wieder anpassen. Hatte das irgendwie Schaden gemacht, während ich nicht hingeguckt hatte? Oh ja, sogar relativ ordentlich. Kann ich mir noch einen erlauben? No. Lieber nicht. Ja, lieber nicht. Aber Wasserring, jetzt wird sie auch noch anfangen, selbst zu heilen. Supi. Warum kriege ich auf einmal so viele Wasser-Pokémon entgegen? Warum kriege ich Wasser-Pokémon entgegengeworfen, während ich nicht mehr am Wasser bin? Zugegeben, das ist halt alles Zufall. Soll also ruhig von mir aus so verlaufen. Aber trotzdem. Ja, wir hatten einen kritischen Fang. Das Ding ist sofort reingegangen. So, unser Vibrations-Pokémon. Es lebt zu Wasser und zu Lande. Mit seinen langklebrigen Zunge raubt es Gegnern die Bewegungsfreiheit. Hm. So, dann wechseln wir mal wieder hier rüber. Bitte fragt mich nicht, warum da zwei Farben genau nebeneinander sitzen, aber wir finden mal wieder heraus, wer sich uns heute anschließen wird. Und zwar, es ist... Noch ist kein Konfetti gekommen. Shifty, gerade so da noch reingerutscht. Mein Glückwunsch. So, und das können wir relativ schnell hier gemeinsam machen, denn es wird alles klein geschrieben. Das ist sehr angenehm. Hooray. So. Da hinten ist noch irgendeine Gurke gewesen, aber Route 14 kommt hier. Ernsthaft? Oh, ne Sinn und Zweck tanzen wir, genauso verschwinden wir von hier. Okay, mit anderen Worten, wir sollen einfach noch nicht in den weißen Wald. Okay, dann... Ja, wir haben unser Pokémon hier gefangen. Das soll mir recht sein. Dann würde ich sagen, ich begebe mich zurück, werde hier etwas wieder unseren neuen Pokémon leveln gehen. Aber vorher haben wir noch was anderes vor. Und zwar, es ist mal wieder Zeit, sich von zwei Pokémon zu verabschieden. Und in diesem Fall sind es sogar zwei, die sich jetzt vor kurzem mit dem letzten Teil sich uns erst angeschlossen haben. Snakemare als Ponyta, das wirklich ein Level noch entfernt war, zu Galoppa sich weiterzuentwickeln. Sowie unser Siberio Michael, der jetzt schon zum zweiten Mal dabei war als Petsneef und als Siberio. Und in beiden Fällen ist er super schnell draufgegangen. Also mein Fazit nach zwei Toten jetzt ist, dass dieses Pokémon nicht wirklich gut ist. Dementsprechend, es tut mir leid, aber das war es jetzt hier auch schon wieder für die beiden. Damit kommen wir zum Ende dieses Teils. Wie ich gerade anmerken wollte, bevor ich dann realisiert habe, ich muss noch was anderes machen. Ich werde zum nächsten Mal unsere jetzt hier wieder neu gefangenen Pokémon leveln, um dann beim nächsten Mal über Route 13 zur nächsten Stadt zu gelangen und da dann vermutlich irgendwie die Story weiterzutreiben, denn, und das hatte ich bisher noch nicht angemerkt, das maximale Level, das wir erreichen dürfen für den nächsten Arenaleiter, ist 48. Das ist also noch ein guter Sprung hin, was für mich darauf hinweist, dass wir tatsächlich vielleicht mit Team Plasma erneut uns rumschlagen dürfen und oder ähnliches.
Für heute aber bedanke ich mich fürs Einschalten. Entschuldige mich erneut bei den beiden, die draufgegangen sind. Ich habe versucht, diesen Triple Fight so gut es geht zu meistern. Und trotzdem hat es leider nicht so ganz funktioniert. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie man das hätte besser machen sollen. Klar, man hätte argumentieren können, okay, anderer Composition, andere 6 Pokémon hätte man am Start haben müssen. Aber A, habe ich nicht mit dem Triple-Kampf gerechnet. Und wenn man sich das Team nochmal anguckt, ich meine, das ging in Ordnung. Wir hatten einfach wirklich Pech, dass hier 2 Feuer, 1 Pflanzen-Pokémon kam. Und dass das mittlere Pokémon nicht frei entscheiden kann, wo es sich hinwechselt. Hätten wir nämlich das gemacht, wäre das einfach in die Ecke gewandert, wo das Wasser-Pokémon wäre. Und mit ein bisschen Glück wäre da nicht so viel passiert. Dann hätten wir nämlich auch bei weitem schneller mit Cutter reagieren können. Die hätte bei weitem schneller die beiden Feuer-Pokémon umhauen können. Und dann wäre da nichts angebrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bedanke mich erneut, verabschiede mich und bis dann.